Der Leutnant der Geschmieden räuspert sich und tritt von der Klippe zurück. Ich halte mich da lieber etwas zurück. Er stößt ein, zweimal, dreimal mit seinem Stab in den Boden. Das Land wird unsere Schreie hören. Er fährt fort, während Airtexte sich langsam um ihn versammeln und in seinem Sprechgesang einstimmen. Das Land wird zittern und beben, das Land wird Kerns Vermächtnis verschlucken und an der Macht ersticken, auf ewig. Archont des Steins, wir versammelten bitten euch, wir, die wir glauben. Lasst uns nun dieses Land brachlegen, wie es für eure Grabeserde nur angemessen ist. Der Schadach Rote Chor greift uns an. Sie haben die Barrieren durchbrochen. Oh, bei Gravens Fum. Radix reibt sich mit der Hand über das Visier. Schweißperlen sammeln sich in den Lücken seiner Rüstung. Ruft die Gilde zusammen und verteidige das Lager. Der Schadach Rote Chor darf das Ritual nicht stört. Kostet es, was es wolle. Verstanden? Er wirft seinem Bruder einen raschen Blick zu. Caddis? Der geschmähte Offizier zieht sein Schwert schwungvoll aus der Scheide. Er stampft klappert los. Meine Schädel und ich erledigen das. Mit einem respektvollen Nicken eilt der Kampfeslustig an dir vorbei, während er seinen Soldaten bereits Befehle zuruft. Radix blickt dich mit steinerner Miene an. Schicksalsbinder, wir brauchen auch deine Hilfe. Wenn der Chor uns hier besiegt, sind die Aussichten der Geschmieden in diesem Krieg mehr als düster. Lass nicht zu, dass sie das Ritual unterbrechen. Stumm nicken. Schicksalsbinder, das ist von größter Wichtigkeit, verstanden? Lass nicht zu, dass sie die Azurit-Ader zertrümmern. Wenn sie einen der Fokusstäbe lösen, muss den unbedingt sofort wieder in die Ader einbringen, sonst könnte die Ladung instabil werden und damit das ganze Ritual. Okay. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um die hier. Blitzdingsen. Taunten. Schreien. Meucheln. Das meiste sind zum Glück einfache Horde-Mitglieder. Die können nicht viel. So. Jetzt weg mit den Blutkartoren noch. Siren singt. Schicksal bitte. Du darfst nicht zulassen, dass der Chor das Ritual unterbricht. Wir haben Kern schon viele tellurische Energie entzogen. Wenn die geotriadische Resonanz der Azurit-Ader aus dem Gleichgewicht gerät, könnte das Kern vernichten und damit unsere Fähigkeit, dieses Land jemals zu verfluchen. Schnell, du musst den Fokusstab wieder in seine Azurit-Ader einbringen, um das Spektralgitter neu auszurichten. Neu ausrichten. So. Das war die eine Geschichte. Lederrüstung des Scharlachroten Chors. Wow, die ist sogar einiges besser als das, was Lyra gerade trägt. Steht ihr auch besser. Sieht sie wieder mehr macht im Chormitglied aus. So, damit haben wir die zentrale Azurit-Ader.
Wieder hingebogen. Jetzt müssen wir noch die südliche wieder hinbiegen. Aber erstmal ein Quicksave und uns hochbuffen. Will do. You got it. Nam di dum. Und so. You got it. So. Jetzt sind wir gebufft. Oh! Wolfsmensch. Tiermensch. Damn thing couldn't pierce a claw. Beric? Oh, Beric kommt gar nicht ran. Beric, taunten. Du heilst mal Lyra leicht. Du blitzt mal alles. So. Rüstungsbuff. Das klingt noch ab. Die Tierfrau ist dem Tode nah. So, der Blutkator, der liegt bereits. Also kann sie niedermetzeln. Hat sie nicht noch eine Fähigkeit? Artefaktfähigkeit? Herzsucher. Ich rede eigentlich von den Fähigkeiten, genau. Umarmung der Wüter? Nein, Spanferkel wollte ich. So. So, bei denen ist auch alles im Eimer. Rostiges Eisenschwert. Und ein Gift. Und dann richten wir hier den Stab neu aus. So. Und da kommt wieder eine ganze Truppe. Und da sind ziemlich viele Wüterinnen und Explosionsviecher dabei. On it. Okay. Also wieder das Übliche. So. So. I will aid you. Right. Gott, die sind alle. Oh. Your death awaits. Horde-Mitglieder sind jetzt nicht ganz so schlimm. Beric taunte mal. Dann schalten wir mal den Tiermann hier aus. Lyra, du kannst den da ruhig fehlen. Oder begraben war es, ja. So. Jetzt ist noch das Wort im Mitglied übrig. Sirenen halte ich besser mal selber. So. Tiermenschenklaue und irgendein Trank. So, und da müssen wir noch da drüben. I'm not here to make friends.
Cadiz helfen. Das war eigentlich jetzt nicht so geplant, aber... Do I really need to? So, Beric Taunton. Den Bluthund. Totschlagen. Sirene, heil mal Lyra. Ist so viel dazu. On it. Ja, Radex und Cadiz sind als einzige übrig geblieben, hä? Lyra hat jetzt 2 Wunden. Right. So. Der Stab steckt jetzt auch wieder und damit dürfte das alles wieder richtig funktionieren. Was passiert mit uns? Habe ich gerade Kerns Macht absorbiert? Nein, ich habe das Edikt beendet, stimmt. Mit dem letzten bebenden Atemzug des Archons des Steins treibt die Erdhexen seine gesamte Lebenskraft im Verbund mit seiner nun völlig verzerrten Arkanenergie aus und stoßen sie dem Reich tief ins Herz. Dieses Gift wird das Land für immer zerreißen. Das Edikt bricht mit einem hörbaren Grollen. Das Gefühl plötzlicher Schwerelosigkeit und ein beißender Geschmack im Rachen bringen deinen Magen in Aufruhr. Ein Nachgeschmack des Verfalls, der nur das Land erfüllt. Wir haben nicht nur den Niedergang einer der größten Mächte beschleunigt, die es jemals in den Stufen gegeben hat. Wir haben auch noch das Land zerstört. Wenn du dir mal etwas in den Sinn setzt, Schicksalsbinder, dann lässt du dich vor nichts mehr aufhalten, oder? Wir haben das Edikt gelöst, aber um welchen Preis? Das Land ist verflucht. Solange wir leben, wird dort nichts mehr wachsen. Vielleicht bleibt es sogar bis in alle Ewigkeit so. Der Fall eines Archonten und die Ankündigung des Todes für den Chor, das ist ein besonderer Tag. Und ich bin geehrt, zum Ruhm Ashs unmittelbar an den Geschehnissen beteiligt zu sein. Der Wortlaut des Edikts hämmert dir durch den Schädel und zwar nicht mit einer Art von Klarheit, die es normalerweise nur durch tagelange Übung und Wiederholung erreicht werden kann. Das Edikt des Steins ist nun offenbar ein Teil von dir. Ja, also erstmal habe ich bei Sirene ein bisschen Furcht. Bekommen. Tötet im Schatten ist halt die höchste... Ne, Lyra hat die höchste Furcht eigentlich. Habe ich bei irgendwem... Ja, Lyra habe ich die höchste Loyalität. Und ja. Kernsüberreste. Hier liegen Kernsüberreste begraben, von einem Haufen Azolit und Stein. Der Wandel der Archon wurde durch die Macht des Edikts des Steins zerstört. Kern ist also nicht mehr. Schicksalsbinder, du hast eine entscheidende Rolle für unsere Sache gespielt. Wir konnten Kerns Energie extrahieren und das Land für die nächsten 1000 Jahre brachlegen. Der General wird höchst erfreut sein. Der nächsten Generation würde es nicht so gut gefallen, wenn in den Stufen die Nahrung ausgeht. Trotz seiner Brutalität hat selbst die Grausamkeit des Scharlachroten Chors ihre Grenzen. Sein Tod ist verschlagen und berechnend, als er widerspricht. Und es scheint, als hättest du persönlich einen Vorteil rausgezogen, das Edikt des Steins zu beenden. Auch wenn nicht einmal ich sagen kann, zu welchem Zweck.
Unsere gemeinsame Zeit hat sich als recht symbiotisch erwiesen, welch gar ausschließlich vorteilhaft für dich, Schicksalsbinder. Er tippt nachdenklich mit den Fersen gegen einen bröckelnden Felsen. Kern ist nun verstorben, doch es befindet sich noch immer ein letzter Rest Energie in ihm, die geborgen werden kann, solltest du eine Verwendung dafür haben. Sieh es als Zeichen meiner positiven Bewertung. Ist das vielleicht eine großzügige Geste vom Eisenkern selbst? Eine großzügige Geste. Es muss einiges an Willenskraft gekostet haben, seine Energie nicht bis auf den letzten Tropfen zu leeren, Kommandant.